Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen länger her, dass wir uns jetzt gesehen haben. Das liegt einfach nur daran, dass wir so ein bisschen im Umzugsstress sind und ich halt noch nebenbei klar arbeite und in so ein Video gehen gerne mal 3 Stunden rein. Es kann auch sein, dass es in den nächsten Wochen vielleicht weiterhin so ist, dass immer nur 1, 2 Videos pro Woche kommen. Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Es geht leider auch nicht anders. Ich kann da leider nichts dran ändern, weil es zeitlich halt einfach sonst nicht passt. Jetzt kommen wir zuerst mal zu einem Thema und zwar unseren Discord. Viele joinen den Discord, wissen aber scheinbar nicht, wie sie es richtig benutzen sollen. Deswegen zeige ich euch jetzt mal ganz kurz, wie das funktioniert. Wenn ihr unseren Discord joint, der unten in der Beschreibung im Video verlinkt ist, dann ist das folgendermaßen. Ihr landet hier auf dem Server und seht in dem Fall erstmal nur die Regeln. Wenn ihr hier in diesem Regelbereich seid, dann lest die bitte auch wirklich durch. Da haben sich alle dran zu halten, die auf dem Server sind. Wenn es da irgendwie Missstände gibt, fliegen die Leute natürlich auch raus. Das ist leider so. Wenn ihr diese Regeln dann durchgelesen habt, bestätigt ihr die hier unten an diesem kleinen Haken. Ihr seht, 342 Leute haben das bestätigt, aber wie gesagt, einige haben das wohl nicht gelesen, beziehungsweise kommen auf den Server, sehen nichts und gehen dann wieder. Einfach nur hier bestätigen, dann seht ihr folgenden Kanal. Und zwar ist das der Kanal Rollenverteilung und hier könnt ihr dann auswählen, für welche Bereiche ihr euch interessiert. Du möchtest mit der PC-Check-Community in Verbindung bleiben und mit allen schreiben, dann bestätigst du hier. Dann klickt ihr da einfach drauf, dann passt das. Du möchtest immer auf dem aktuellen Stand sein und nie ein neues Video von PC-Check verpassen, dann gibt dir die Rolle YouTube. Könnt ihr dann hier bestätigen. Du brauchst Beratung beim Thema PC und Co., dann klick hier und du kannst alle Fragen stellen, die du hast. Dann klickt ihr da und dann bekommt ihr diese Rollen und dann seht ihr auch alles das, was ich jetzt hier sehe. Also nicht ganz alles, da sind auch einige Kanäle, die ihr nicht sehen könnt, aber dann kommen hier die Fragenkanäle. Da ist auch immer gut was los, hier werden PCs vorgeschlagen, da wird gesagt, sind die gut, kann man das in die Schweiz verschicken, solche Geschichten. Normale Fragenkanäle zum Beispiel, ja, mein WLAN funktioniert nicht oder mein Netzwerkanschluss oder mein Monitor und dann könnt ihr da fragen, da wird euch auf jeden Fall geholfen. Wir haben hier einige Berater, die Leute, die in Orange sind, immer Berater, die Gelben sind die Administratoren, also die helfen alle brav mit. Ich persönlich natürlich auch, wenn ich die Zeit dazu finde. Das wäre es dann auch erstmal zum Thema Discord, also wie gesagt, erst die Regeln akzeptieren, dann die Rolle auswählen und dann könnt ihr auch alles sehen und alle Fragen stellen und dann ist alles tutti frutti. Des Weiteren wurde ich noch darauf aufmerksam gemacht, dass viele Leute einen besonderen Fehler machen, wenn sie einen Fertig-PC bestellen. Die Fertig-PCs, wir haben ja auch gute und schlechte, ist ja auch wurscht, es geht einfach nur darum, viele schließen den PC an und schließen dann das Monitorkabel, also HDMI oder DisplayPort, auf dem Mainboard an. 99% der Fälle ist das aber verkehrt, weil ihr müsst natürlich das HDMI- oder DisplayPort-Kabel an die Grafikkarte anschließen, die etwas weiter unten orientiert ist im System. Also bitte nicht alles nur seitlich an dem Mainboard festklemmen, sondern bildgebende Sachen direkt an der Grafikkarte. Sonst kriegt ihr natürlich kein Bild, es sei denn, es wäre ein Prozessor mit integrierter Grafikeinheit. Ich sage es ja auch immer wieder dabei, welche Prozessoren das haben und welche nicht. Zum Beispiel die Intel-Prozessoren mit einem F dahinter haben es nicht. Die AMD-Prozessoren, die kein G dahinter haben, haben auch keine integrierte Grafikeinheit. So werdet ihr auch kein Bild kriegen. Und selbst wenn ihr es darüber anschließend habt, eine Grafikkarte, kann die Leistung dann nicht abgerufen werden. Also wisst ihr in dem Sinne schon mal Bescheid. Gut, in diesem Video geht es mal wieder um Agando, whatever you want, mit dem Agando Agua 366R5 RGB, 799,90 € soll die Kiste kosten, ist das aktuelle Wochenangebot. Wurde sich gewünscht, dass ich das mal wieder zeige, das machen wir jetzt auch. An dieser Stelle noch ein kleiner Shoutout an meinen Partner CDK Deals. CDK Deals ist eine Plattform, die offizielle Microsoft Keys, Game Keys für Steam, Origin, Uplay und Xbox Prepaid Karten anbietet. Nehmen wir in diesem Beispiel einen Windows 10 Professional OEM Key, legen ihn in den Warenkorb und bestellen diesen mit meinem Rabattcode PCHK, um 25% Rabatt zu erhalten. In diesem Fall bekommt ihr Windows für unschlagbare 13,57 €. Den Key findet ihr dann in eurem Benutzerkonto und bekommt ihn ebenfalls per Mail zugeschickt. Öffnet dann eure Windows-Einstellungen, navigiert auf der linken Seite zur Aktivierung, tragt den Key ein und schon habt ihr ein offiziell lizenziertes Windows. Wie ihr seht, funktioniert dieser Schlüssel bei meinem eigenen PC einwandfrei. Solltet ihr Probleme haben, bietet CDK Deals eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Wie immer zu dem Bild, das ist natürlich wieder nur ein Beispielbild, beziehungsweise es ist Fake. Dieser Lüfter hier leuchtet nicht, der RAM hier, der leuchtet nicht. Das Board ist ein Voll-ATX-Board, ihr kriegt aber nur ein Micro-ATX. Der Lüfter hier hinten, der könnte tatsächlich leuchten, da kommen wir aber später noch zu, weil an dem System muss einiges verändert werden. Das Gehäuse ist ein Silent Blade RGB. Das hatten wir schon öfter. Es ist natürlich ein Grundgehäuse, hat vorne so eine LED-Leiste, die beleuchtet ist. Vom Aufbau her, wie fast jedes andere Gehäuse auch, hier vorne könnt ihr noch ein paar Lüfter anbringen, die übrigens nicht im System drin sind. Wie gesagt, da kommen wir noch zu, was man noch ändern sollte. Die Grafikkarte hat genug Platz auf jeden Fall, das Mainboard hat auch erstmal genug Platz, alles in Richtung ATX, das Netzteil kommt hier unten rein.
An dem Gehäuse an sich habt ihr vorne noch Kopfhörer, Mikrofonanschluss, ein paar USB-Anschlüsse, Reset-Knopf, LED-Knopf, um vorne die LED-Beleuchtung zu steuern und der Ein- und Ausschaltknopf. Ist halt ein 0815-Gehäuse, ne? Man muss es so sagen. Es reicht aber in dem Preissegment natürlich völlig aus. Kostet 39,88 € bei Mindfactory, packen wir so in den Warenkorb. Als Netzteil haben wir ein Aerocool Aero White 500W 80+. Zudem sei gesagt, 500W reicht für dieses System erstmal aus. Ich bin aber kein Fan von diesen Aerocool-Netzteilen, beziehungsweise ich hatte noch keine Erfahrung damit. Für mich persönlich sind das immer so eine Art Billig-Netzteile, sage ich jetzt mal, weil ich natürlich eher in Richtung Seasonic und Be Quiet und Corsair gehe. Aerocool kann ich nicht wirklich was mit anfangen. Ihr könnt natürlich gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr so ein Netzteil habt und damit zufrieden seid, auch wenn es mal zu höheren Lastspitzen kommt. Dann kann ich natürlich meinen Erfahrungsschatz so ein bisschen noch erweitern. Alles in allem, wie gesagt, 500 Watt reicht völlig aus. Ist auch kein modulares Netzteil, hat 80+, noch nicht mal mehr Bronze. Das heißt, Effizienz ist auch so ein Thema für sich. Ist halt wirklich ein Billig-Netzteil, was man aber in diesem System auch irgendwo erwarten musste, weil es halt so günstig ist, in Anführungsstrichen. Kostet 36,11 € bei Mindfactory. Was das Mainboard angeht, haben wir ein Gigabyte B450M DS3H AMD B450. Zuallererst sei gesagt, B450 ist natürlich ein etwas älterer Chipsatz, der für die 3000er-Reihe natürlich erstmal ausreichend ist. Ihr könnt mit einem BIOS-Update höchstwahrscheinlich auch noch die 5000er-Reihe betreiben. Hier steht es auch noch, CPU-Kompatibilität, wie gesagt, nur nach einem BIOS-Update. Für den 3600er Ryzen, der hier verbaut ist, auf jeden Fall völlig ausreichend. Hat leider keine gekühlten Spannungswandler hier im oberen Bereich. 4 RAM-Bänke ist schon mal nicht schlecht zum Erweitern. Hier unten kommt die Grafikkarte rein. Hier kann eine SSD verbaut werden. Diesen Slot werdet ihr nicht nutzen können, weil der Lüfter der Grafikkarte diesen Slot auch verdeckt. Den hier könnt ihr vielleicht noch benutzen für eine WLAN-Karte, Capture-Card oder was auch immer ihr da gerne möchtet. Ich bin persönlich natürlich nicht so der Fan von Micro-ATX-Boards. Jeder hat eine andere Meinung, aber für mich muss es mindestens ATX sein. Micro-ATX kommt bei mir nicht ins Haus, weil es halt weniger Erweiterungsmöglichkeiten hat. Von den Anschlüssen her haben wir Mikrofon, Kopfhörer, Line-In, Netzwerkanschluss, 4x USB 2.0, 4x USB 3.0. HDMI bitte nicht benutzen. Kein Prozessor mit integrierter Grafikeinheit, wenn ihr Bild wollt, an die Grafikkarte anschließen. Es ist wirklich passiert. Die Leute haben wirklich dieses Problem, ich wurde mehrfach darauf aufmerksam gemacht, deswegen spreche ich es jetzt an. Für viele ist es selbstverständlich, ja, aber eben nicht für alle. Und ein DVI-Anschluss und ein PS-2-Anschluss. DVI genauso nicht benutzen. Klare Sache, PS-2 werdet ihr höchstwahrscheinlich auch nicht benutzen. Alles in allem muss man aber sagen, in dem Preisbereich das Board natürlich erstmal ausreichend. Wie gesagt, ich hätte mir ATX gewünscht. Aber für den Preis, was soll man sonst anderes erwarten? Kostet 61,90 € bei Alternate. Hier kommen wir auch schon zu dem angesprochenen Prozessor, der AMD Ryzen 5 3600. Das ist sozusagen jetzt mittlerweile der Allrounder. Wir haben den in fast jedem System, was etwas günstiger ist. Danach kommt natürlich der 5600, beziehungsweise es gibt noch den 3700, 3800, 3900 als XXT. Es gibt noch so viele Varianten, aber die neueren Systeme haben natürlich die 5000er-Reihe verbaut, startend mit dem 5600. Danach kommt noch der 5800 zum Beispiel, 5900. Da gibt es viele Variationen. Für dieses System erstmal völlig ausreichend, auch für die Spiele. Zum Streamen kommt auf das Spiel an, muss man wirklich sagen. Wenn ihr so Spiele habt wie Minecraft oder, was weiß ich, Among Us oder... Wie heißt das mit den kleinen bunten Männchen nochmal? Mir fällt der Name gerade nicht ein von diesem Spiel. Wie hieß das denn jetzt gleich nochmal mit diesen bunten Männchen, die da über irgendwelche Hindernisse klettern? Ich habe gerade tatsächlich 2 Minuten gebraucht, um dieses Spiel herauszufinden. Fall Guys natürlich, ich habe es auch schon selber gespielt. Also wenn ihr solche Spiele natürlich streamen wollt, dann reicht das völlig aus. Sobald es in Richtung AAA-Titel geht, so Assassin's Creed oder ähnliches, die sehr viel Last auf die Grafikkarte und den Prozessor verursachen, dann wird es dann mit dem Stream schon ein bisschen eng. Alles in allem, in diesem Preisbereich natürlich ein guter Prozessor. Ich hatte ihn früher selber auch mal, hatte auch soweit keine Probleme. Dazu sei noch gesagt, hat eine TDP von 65 Watt. Das ist wichtig zu wissen, weil wir gleich noch auf dieses Thema Lüfter eingehen. Und er hat 3200 MHz RAM-Unterstützung. Der läuft auch mit 3600 MHz. Aber in diesem System sind übrigens auch 3200 MHz verbaut. Das heißt, die halten sich genau an die Spezifikation. In dem Preisbereich, wie gesagt, nichts anderes zu erwarten. Kostet 179,90 € bei Cyberport. Ja, beim RAM-Speicher ist das wieder so ein Thema. Hier sind 16 GB DDR4 RAM, PC 3200 drin, 2x 8 GB. Schon mal Dual-Channel, das ist gut. 3200 MHz, genau die Spezifikation des Prozessors. Aber es könnte Corsair Vengeance, LPX, G-Skill Aegis oder Kingston Fury sein. Gegen Vengeance und Kingston Fury habe ich persönlich nichts. Der Aegis ist mir schon öfters kaputt gegangen, das möchte ich dazu sagen. Wenn er bei euch läuft, ist schön. Ansonsten habt ihr ja auch noch die Garantie bei diesem System, wenn das mal irgendwie defekt sein sollte. Aber es ist natürlich unnötige Rumärgerei, nur weil wieder irgendein RAM kaputt ist. Deswegen hoffen wir jetzt einfach mal, dass wir den Corsair genommen haben. Und wählen den dementsprechend auch aus. Das ist genau die 16 GB Kit, 3200 MHz. 16 GB reicht in diesem System natürlich auch völlig aus. Ich habe 32 GB, das liegt an einigen Spielen, die ich habe, die auch sehr anspruchsvoll sind.
Lexi, meine Freundin zum Beispiel, die hat 64 GB. Das liegt aber auch nur daran, weil sie Grafikdesign und ähnliches macht. Deswegen 16 GB für dieses System und für eure Zockerei natürlich völlig ausreichend. Kostet 61,90 € bei ProShop. Dazu bekommen wir dann eine Nvidia GeForce GTX 1660 Super 6 GB. Ich glaube nicht, dass die das Dock-Design nehmen, weil hier wird auch eine Palette angeboten. Deswegen nehmen wir jetzt einfach mal die günstigste, die wir gefunden haben. Das ist in dem Fall tatsächlich die Asus ROG Strix GeForce GTX 1660 Super OC. Ihr seht auch hier die Preissprünge. Das ist schon nicht mehr schön. Dann ist er einmal für 300, einmal für 500, einmal für 300, einmal für 500. Also wir haben jetzt einen günstigen Zeitpunkt erwischt. Ich habe sie tatsächlich für 300 jetzt hier in diesem Geizhals-Warenkorb. An und für sich eine grundsolide Grafikkarte in diesem Preissegment. Ich muss es immer wieder dazu sagen. Ich muss immer wieder sagen, in diesem Preissegment, weil man einfach nichts anderes erwarten kann. Natürlich verbauen einige auch eine 1650 oder ähnliches in der Art. Aber eine 1660 Super ist schon okay. 6 GB ist für die meisten Spiele noch ausreichend. Ich hätte mir lieber 8 GB gewünscht, aber wie gesagt, kann man halt nichts anderes machen gerade. Kostet auch 329,99 € bei konrad.de. Dazu sei noch gesagt, zu einem FPS-Test kommen wir natürlich gleich noch, wie immer, mit so einem kleinen YouTube-Video, was ich auch verlinken werde in der Beschreibung. Deswegen können wir uns diesen Leistungstest jetzt gerade mal schenken, der hier steht. Als SSD haben wir eine NVMe M.2 SSD 500 GB Kingston NV1. Ja, 500 GB wird natürlich irgendwann eng, wenn man jetzt viele Spiele drauf installiert. Ihr könnt den Speicher natürlich erweitern mit einer 2,5 Zoll SSD zum Beispiel oder auch mit einer 3,5 Zoll HDD, wie ihr möchtet. Könnt ihr sogar noch dazu konfigurieren oder eben selber kaufen und dann einfach da reinstecken, anstöpseln, das funktioniert schon. Hat eine Lesegeschwindigkeit von 2100 MB die Sekunde, eine Schreibgeschwindigkeit von 1700 MB die Sekunde. Und kostet 42,86 € bei Mindfactory. Jetzt kommen wir zu dem Thema. Hier ist der Silence A250 PWM Prozessorkühler. Der hat eine TDP von 89 Watt. Wir erinnern uns, der Prozessor hatte 65 Watt. Ja, das System ist jetzt nicht so leistungsstark, dass es da jetzt deutlich überhitzen wird. Aber es gibt wesentlich bessere Lüfter. Und 89 Watt kratzt schon hart an der Grenze von dem Prozessor. Wenn er eine Zeit lang auf Dauerlast läuft, wird der ganze Block hier warm. Der kann das nicht mehr richtig abtragen. Würde ich so jetzt nicht empfehlen, aber zu der Änderung kommen wir ja später noch. Kostet auch sagenhafte 5,20 € bei Mindfactory. Also ich weiß echt nicht, was die sich dabei gedacht haben. Meine sparen hin oder her, ne? Aber sowas, na. Na, immerhin spendieren sie uns einen Gehäuselüfter für hinten. Der ist nämlich bei dem Gehäuse so nicht mit dabei. Einmal 120 mm vorinstalliert. Da der Prozessorkühler ein Silence-Lüfter war, nehmen wir in dem Fall auch einfach mal einen Silence XF044 Performance C LED Blau, 120 mm. Der kostet 2,81 € bei Amazon. Herrlich. Dazu bekommen wir dann noch Windows 10 Pro 64-Bit. Das ist natürlich nicht selbstverständlich. Zum Beispiel bei Dubaro, die liefern Windows meistens nicht mit. In dem Fall ist es aber so. Haben wir auch hier gefunden. Kostet 27,99 € bei MySoftware. Ja, ansonsten Bulgard Internet Security landet wie immer in der Tonne. Der Rest ist alles nicht vorhanden. 36 Monate Garantie ist ganz nice. Das ist auch nicht selbstverständlich. Normalerweise sind so 24 Monate angepeilt. 36 Monate ist okay. 6 Monate vor Ort Pickup und Return. Das heißt, ihr kriegt ein Rücksendelabel. DHL kommt, holt das Ding bei euch ab und dann ist es erstmal weg. Wie lange, weiß kein Mensch. Vielleicht haben da ein paar Leute Erfahrungen mit Argando gemacht. Bitte in die Kommentare schreiben, wie lange die Reparatur gedauert hat. Kann ich dann im nächsten Video vielleicht sogar so weitergeben. Bearbeitungszeit, Standardbearbeitung 5 bis 8 Werktage. Die haben tatsächlich noch Expressbearbeitung 3 bis 4 Werktage. Ob sich das jetzt so lohnt, 50 € dafür mehr auszugeben? Nee, das lassen wir lieber weg. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, hier ist der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, der Lüfter für hinten, der Prozessorlüfter, der nichts taugt, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da kommen wir auf den Gesamtpreis von 788,49 €. Das System soll kosten 799. Gut, jetzt kann man sagen, Preis-Leistung passt. Ihr kriegt natürlich noch die Garantie dazu. Versandkosten kommen natürlich noch dazu. Die hättet ihr bei Geizhals aber auch, sogar mehrfach. Deswegen ist schon in Ordnung. Von der Konfiguration her würde ich aber gerne noch Folgendes ändern. Und alles, was ich jetzt natürlich sage, müsst ihr nicht ändern. Nur ich würde es von meiner Stelle her so tun. Ich kaufe keine Fertigcomputer, aber ich habe bestimmte Erfahrungen mit bestimmten Marken und Komponenten und die gebe ich jetzt an euch weiter. Ich würde erstmal das Netzteil tauschen und zwar zu einem BeQuiet Pure Power 11 500 Watt. Ja, 500 Watt sind nicht viel. Ihr könnt auch das 600 Watt oder 700 Watt nehmen, damit ihr später noch erweitern könnt. Ob sich das lohnt bei so einer Kiste, es steht wieder auf einem ganz anderen Blatt. Aber ich kenne die Qualität von BeQuiet und das Netzteil wird eine ganze Zeit lang halten, auf jeden Fall länger als das Aerocool. Man müsste eigentlich mal wirklich so einen Test über Jahre machen, die so auf 80% Last laufen lassen. Mal gucken, welches länger durchhält. Aber das würde ich auf jeden Fall nahelegen.
Und was den Lüfter angeht, würde ich zumindest zu dem nächsten greifen, das ist der Silence M704. Der hat nämlich schon eine TDP von 180 Watt. Wenn der Prozessor 65 Watt hat und der Lüfter 180 Watt, die er abtragen kann, werdet ihr da auf jeden Fall keine Probleme kriegen. Und dann würde ich euch noch empfehlen, einen Lüfter für vorne zu nehmen, weil ihr habt jetzt bei dem Gehäuse nur hinten einen Lüfter, der die Luft rauszieht. Die kommt aus allen möglichen Ecken und Kanten rein und wird hinten rausgeblasen. Nehmt auf jeden Fall noch einen Lüfter für vorne mit, vielleicht sogar zwei, wenn ihr möchtet, weil da vorne passen auch zwei rein. Einmal 120 mm Silence Red Wing und dann wird schön die kalte Luft von vorne reingeblasen und die warme Luft oben wieder raus. Kaminprinzip. Kalte Luft unten rein, warme Luft, die nach oben steigt, natürlich oben raus. Ihr werdet in dem System allgemein jetzt Temperaturprobleme wahrscheinlich nicht so schnell kriegen, weil der Prozessor und die Grafikkarte jetzt nicht so die Leistungsmonster sind. Aber es ist auf jeden Fall auf Nummer sicher, wenn ihr jetzt noch einen Lüfter dazu konfiguriert. Dann landet ihr natürlich alles in allem bei 866,60 €. Aber gebt diese 66 €, wenn ihr das System unbedingt haben wollt, ruhig aus. Ihr kriegt einen Lüfter dabei, einen besseren Prozessorlüfter und ein besseres Netzteil. Aber es ist euch überlassen. Wenn ihr den Stock-PC so kaufen wollt, ziehen sie euch auf jeden Fall nicht ab. Es gibt aber bessere Sachen auf dem Markt, aber das ist meistens so. Jetzt kommen wir noch zu dem angesprochenen FPS-Test, in dem Fall Ryzen 5 3600 plus GTX 1660 Super in 40 Spielen, Ultra-Settings 1080p Benchmark. Bei diesem System ist es allerdings so, er hat ein X570-Board und 3600 MHz RAM. Das heißt, die Ergebnisse werden nicht zu 100% passen. Zieht vielleicht noch so, ich sage mal, 5-10% sogar ab, weil er halt noch wesentlich bessere Hardware drumherum verbaut hat. Starten wir mit Battlefield 1, 1080p Ultra Preset. Ihr habt da immer den Average. Der ist jetzt hier bei 99 FPS. Alles ab 60 FPS ist relativ flüssig spielbar. Bei Battlefield 5 habt ihr 93 FPS, auch auf Ultra Preset, 1080p, also Full HD. Bei Call of Duty Warzone habt ihr 90 FPS im Average. In GTA 5 habt ihr 86 FPS. In Red Dead Redemption 2 habt ihr 44 FPS. Das ist natürlich schon hart, weil 60 FPS, finde ich, sollten schon sein. Das ist jetzt natürlich nicht der schnelle Shooter, sondern mehr so storylastiges Game. Da wird das noch funktionieren. Bei Apex Legends habt ihr um die 100 FPS, hier 122 FPS, je nach Situation. Bei Borderlands 3 habt ihr 57 FPS. Das passt also gerade noch so. Auch in Badass Preset, das wird wohl das höchste sein. In Assassin's Creed Odyssey habt ihr 59 FPS. Und was viele auch noch interessiert, in Fortnite habt ihr um die 93 FPS. Gut, das wär's dann auch schon wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Schreibt mir ruhig in die Kommentare, was ihr von diesem System haltet. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.